Guten Tag, hier ist der Bormann, der Lehrer aus Berlin. Ich habe Ihnen heute mal was ganz Interessantes mitgebracht. Das hat mir mein Sohn zugeschickt. Zwecks Hebung unseres Kommunikationsniveaus. Wieso meine ich das? Nun ja, diese Art Schlammschlacht, die hier gerade von den Öffentlich-Rechtlichen gegen mich angezettelt wurde, finde ich nicht besonders niveauvoll. Deswegen möchte ich mal darauf hinweisen, wie man denn sowas macht, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Dazu gibt es Graham's Hierarchy of Disagreement. Und das absolut niedrigste und unterste Level in dieser Grafik ist die Art und Weise, wie hier häufig argumentiert wird. Idiot, Arschloch, du hast mir gar nichts zu sagen und. Ja? Das nennt sich hier auf Englisch Name-Calling. Ich nehme an, die Grafik, die finden Sie auch irgendwo auf Deutsch. Tja. Und Sie wissen selbst, wozu das führt, wenn man sich auf diesem Level da unten bewegt, dass sich die Leute letztendlich dann prügeln oder so. Ne? Ist nicht meine Absicht, wollte ich noch nie, bin friedlicher Mensch. Ich stehe für Frieden, Freiheit und Demokratie. Und deswegen wollen wir mal sehen, wie wir das Level jetzt heben können. Das nächste Level, ad hominem. It takes the characteristics or authority of the writer without addressing the substance of the argument. Tja. Characteristics. It takes the characteristics or authority of the writer. Ne? Ja, man geht einfach gar nicht ein auf die Argumente, die derjenige liefert, der etwas sagt, sondern man macht einfach die Autorität der Person nieder. Ist schwierig oder nicht schwierig, kommt darauf an, ob man mich näher kennt oder nicht. Mit etwas Abstand sehe ich manchmal ein bisschen komisch aus. Wenn man mich lange kennt, dann weiß man das sehr gut zu nehmen und einzuschätzen. Weil wenn ich polemisch überspitze, dann sieht das manchmal ein bisschen komisch aus. Und natürlich liegen bei mir auch die Nerven blank und das darf ich auch zeigen in dieser Situation. Das ist nicht nur bei denjenigen so, die sich gerade infiziert haben mit dem Coronavirus. Das ist auch bei denjenigen, die immer als Gefährder dargestellt werden, obwohl sie die ganze Zeit hier draußen gesund herumlaufen, ja? Und vielleicht sogar, wie in meinem Fall, dann auch noch mit einem negativen Test in der Tasche. Tja, aber man kann es ja mal versuchen, ne? So, nächste Level. Das heißt, wir kommen jetzt immer höher. Das wird jetzt immer besser. Wir lüften jetzt langsam den Schleier, worum es eigentlich überhaupt geht. Ne? Criticize the tone of the writing without addressing the substance of the argument. Na gut, das hatte ich eben schon erwähnt. Meine polemischen Überspitzungen, die mag nicht jeder. Und da kann man drauf eingehen und dann sage ich, ja, könnte man auch anders machen. Kann nicht der Gegenstand eines Streits sein, denke ich. Man kann jetzt noch ein Level höher gehen. Contradiction states the opposing case with little or no supporting evidence. Das heißt, jemand behauptet einfach, Masken sind nützlich, Masken sind nützlich, Masken sind nützlich und liefert dafür keine Evidenzen. Was heißt das? Es gibt hier in Deutschland ein Netzwerk für evidenzbasierte Medizin. Es sind Mediziner, die gucken sich Studien ganz genau an und sagen ihnen dann, was daraus folgt und welche medizinischen Maßnahmen daraus abzuleiten sind. Das ist evidenzbasierte Medizin. Die sehen wir in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht. Oder ganz selten. Ja? Also dazu, da sind wir jetzt hier schon mal auf dem vierthöchsten Level. Das ist ja schon ein Level, was man zumindest ertragen kann. Ne? Also da kämen wir ganz schnell hin, wenn die sich mal bemühen würden auf der Gegenseite. Ich bemühe mich natürlich auch, gar keine Frage. Counterargument contradicts and then backs it up with reasoning and or supporting evidence. Tja, hier fängt es langsam an ein bisschen mit der Gegenargumentation, ne? Das Counterargument. Das würde ich mir schon mal wünschen, dass wir da hinkommen. Das wäre ein noch höheres Level. Refutation finds the mistake and then explains why it's mistaken using quotes. Das heißt, an dieser Stelle, wenn die da ankommen würden, dann würden sie ja mal wirklich was liefern, was beweist, dass ich falsch liege in meiner Argumentation.
Das ist eigentlich das, was ich in den Kommentaren unter meinen Videos erwartet habe. Also nicht dieses lächerliche Level da unten mit Name-Calling, sondern Refutation. Ich möchte ja was dazulernen. Ich bin für die offene Debatte. Ich bin derjenige, der dieses Thema aufgeworfen hat hier in meinem Video. Und ich bin derjenige, der eine Antwort erwartet. Und wenn da keine Antwort kommt, was soll ich denn daraus schließen? Dass derjenige nichts weiß, dass er nichts wissen will, dass er andere Ziele verfolgt, was auch immer. Es ist kein Niveau, jedenfalls nicht dieses. So, und jetzt kommen wir zum höchsten Level. Refuting the central point. Das heißt, ich treffe sozusagen ins Herz der Argumentation meines Gegenübers und mache diese ganze Argumentation zunieder. Ne? Also das ist zum Beispiel, wenn Dr. Füllmich den zentralen Punkt dieser ganzen Maskerade trifft, nämlich den PCR-Test. Wo man einfach sagt, der PCR-Test, den sie jetzt zum Beispiel in Portugal gerade für ungültig, für nicht wirksam, für ja, alles das aus dem Verkehr gezogen haben, was er eben nicht kann, das ist das hier, dieses oberste Level. Ne? Einfach zu sagen, hey, eure ganze Argumentation stimmt nicht. Wir haben hier keine Covid-19-Pandemie. Das könnt ihr aus diesen Daten nicht ableiten. Na, also ich habe jetzt nicht gesagt, dass es diese Pandemie nicht gibt, weil eine Pandemie wird einfach erklärt aufgrund von Daten. So, aber wenn diese Daten nicht stimmen, weil sie mit falschen Tools zum Beispiel aufgenommen wurden, weil es einfach nicht haltlos ist, Quatsch, weil es einfach nicht bewiesen ist, weil es keine evidenzbasierte Medizin ist, dann ist das Käse. So, also ich wünsche mir von wirklich guten Leuten, dass sie dieses oberste Niveau erreichen. Na? So, und dazu habe ich dann in meinen Videos, auch immer in der Beschreibung, viele Videos drin, die meine Argumentation belegen. Und dann möchte ich doch mal sehen, wie all diejenigen strampeln, die irgendwie meinen, die aktuellen politischen Maßnahmen, die ich hier kritisiere, dass die an irgendeiner Stelle irgendeinen Sinn hätten. Na? Das darf man gerne bezweifeln. Ja. Vor allen Dingen muss man das jetzt bezweifeln, gerade finde ich, nach den seltsamen Gesetzesänderungen, die da gerade im Bundestag durchgeführt wurden. Bin ich auch nicht mit einverstanden. Sind viele Leute nicht mit einverstanden. So. Jetzt hocken wir alle zu Hause und denken drüber nach. Und tja, worum ich Sie bitten möchte, ist wirklich, sich diese Graham's Hierarchy of Disagreement nochmal ordentlich anzuschauen und das oberste Level zu erreichen. Sachlich zu bleiben. Über die Sache zu diskutieren. Schlammschlachten brauche ich nicht. Habe ich kein Interesse dran. Mache ich auch nicht weiter an der Stelle. Alles, was dieses Level betrifft, da unten, da werde ich dann gegebenenfalls einen Rechtsanwalt bemühen. Und sonst, ja, was gibt es sonst noch von mir? Fakten, Fakten, Fakten. Wahrheit, Frieden, Freiheit und Demokratie. Und das war's für heute. Schönen Tag.